Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist dieses Jahr. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal ein Aha-Effekt. Wer zur Trauzeit geht, der muss sich entscheiden. Entscheiden zwischen einem ganz besonderen Festival an einem starken, an einem eigenwilligen Ort oder den zahlreichen Veranstaltungen, die wieder mal nur den Mainstream bedienen. Wer sich für dieses Festival hier im Landschaftspark entscheidet, der möchte sich, wenn auch vielleicht nur für 3 Tage, ganz bewusst vom Mainstream absetzen. Das hat vor ein paar Jahren auch Tom Smith, der Sänger der Editors, gesagt und empfunden, als er sagte, wir spielen oft an Plätzen, die alle gleich aussehen und die überall sein könnten. Da tut es richtig gut, an einem Ort mit Charakter zu spielen. Der Charakter dieses Geländes ist natürlich stark geprägt von unserer Vergangenheit, von der industriellen Vergangenheit mit Kohle, Eisen und Stahl. Was wir heute zu Recht als einen Ort von fast schon bizarrer Schönheit erleben, das war über 8 Jahrzehnte ein Ort intensiver, vor allem körperlicher und häufig auch gefährlicher Arbeit. Auch an diese Zeit möchten wir erinnern und haben wir auch schon ein Stück weit erinnert. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass der Knappenchor Rheinland nicht nur uns, sondern alle Festivalbesucher später am Abend in der Gießhalle begrüßen wird. Ich finde, das unterstreicht den ganz besonderen Charakter unseres sehr abwechslungsreichen, kontrastreichen Festivalprogramms, denn schließlich dürfte, jedenfalls nach meinem Wissen, das Festival Traumzeit das einzige Festival sein, das von einem Bergmannschor eröffnet wird. Ich sage und sicherlich auch in Ihrem Namen den Sängern des Knappenchores Rheinland ganz herzliches Dankeschön dafür. Ich möchte noch weitere Worte des Dankes loswerden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Traumzeit das kulturelle Leben unserer Stadt seit 4 Jahren bereichert. Doch dieses Festival ist eben nicht nur ein Bestandteil und zum Glück inzwischen ein Fester unserer Kulturpolitik. Es ist zugleich auch ein markantes Aushängeschild der Stadt Duisburg. Denn es trägt dazu bei, dass der Landschaftspark sich in den kommenden Tagen wieder einmal mit vielfältigem Leben füllt. Und das verdanken wir nicht zuletzt unseren Sponsorinnen und Sponsoren, den Förderern dieses Festivals. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle unseren Partner, die Sparkasse Duisburg, die seit 4 Jahren an der Seite des Traumzeitfestivals steht und damit ganz entscheidend zu dessen Etablierung beigetragen hat. Dafür möchte ich Herrn Schneider als Vorstand der Sparkasse ganz herzlich Dank sagen und ihm gleich im Anschluss an meine Rede auch die Möglichkeit geben, hier selber ein paar Worte zu sagen. Lieber Herr Schneidewind, ich kann Sie gegen das Licht nicht sehen, da vorne sind Sie. Ganz herzlichen Dank Ihnen und der Sparkasse Duisburg. Ich möchte mich daneben natürlich auch bei allen anderen Förderern und Freunden der Traumzeit bedanken, auch namhafte Vertreter der Duisburger Wirtschaft sind dabei, wie König Pilsen. Alle miteinander haben dazu beigetragen, dass die Traumzeit auch 2018 in dieser Form, in diesem Umfang und mit diesen sehr, sehr ambitionierten Musikerinnen und Musikern stattfinden kann. Dafür allen herzliches Dankeschön. Und ich möchte all denen danken, und zwar ganz besonders, die hinter der Bühne, manchmal auch auf der Bühne oder präziser auf den Bühnen und hinter den Bühnen für das Gelingen des Festivals sorgen, die das Festival vorbereitet haben, die wochenlang, teilweise monatelang intensiv dafür gearbeitet haben, dass das, was wir heute und in den nächsten Tagen erleben dürfen, auch tatsächlich stattfindet, sie nicht haben ermutigen lassen von dem einen oder anderen Rückschlag. Ganz herzlichen Dank an Frankie Barbie und sein Team in alter und neuer Funktion. Und die Klammer, so hat er es mir gerade ganz, ganz bescheiden gesagt, die Klammer über allem ist Thomas Kutzberg, also Thomas als Kulturdezernent und stellvertretend für alle anderen. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Festival. Ja. So. Und jetzt möchte ich nicht zuletzt den Künstler.
Künstlerinnen und Künstlern danke. Denen, die auf der Bühne stehen, die dafür sorgen, dass der Landschaftspark auch in 2018 einmal mehr ein Ort zum Träumen sein wird. Herzlichen Dank, schön, dass alle dabei sind und ich wünsche unvergessliche Momente in Duisburg. Und jetzt möchte ich uns allen, Ihnen allen, euch allen zurufen, genießen wir miteinander den Auftakt der Traumzeit 2018. Ich wünsche viel Spaß, viel Anregung, viel Impulse zum Träumen und vor allem Genuss für Augen und Ohren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ein herzliches Glück auf. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lipp, sehr geehrter Herr Kruzberg, Herr Jebari, meine Damen, meine Herren, nach den Ausführungen von Oberbürgermeister kann man fast nichts mehr hinzufügen. Außer dem Hinweis, ohne Sponsoren geht es ja doch nicht so ganz, aber im kleinen Rahmen. Deswegen freue ich mich heute als Vorstand der Sparkasse Duisburg mittlerweile zum fünften Mal hier zu sein und hier auch mit bei der Eröffnung beitragen zu können. Also es ist wirklich schon eine Tradition und das war für mich auch im Vorstand, stimmen wir mal ab, wer geht wohin. Und dann sage ich mal ganz einfach mal zum Glück, dass mein Kollege Herr Dr. Boll heute nicht konnte. Von daher habe ich die Möglichkeit zum Heimspiel hier auch genutzt. Aber ich will vielleicht noch ein paar Worte sagen. Wenn man öfter mal hier ist, dann achtet man auch so ein bisschen auf die Berichterstattung. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es von Jahr zu Jahr intensiver wird. Nicht nur auf Radio Duisburg oder in der Presse, sondern insgesamt und auf die Aussagen. Und Herr Jebari, im letzten Interview habe ich gesehen, und auch im Radio habe ich gehört, dass Sie das Traumzeitfestival auch als Perle betrachten. Vorhin haben wir über Sand geredet, aber eine Perle ist ja was ganz Besonderes. Festivals gibt es wie Sand am Meer, hat der Oberbürgermeister gesagt. Und die Perle des Traumzeitfestivals, die gilt es also doch zu pflegen. Und obwohl Wachstum ist und obwohl ja auch morgen und an den heutigen und am Sonntag dann die Besucherzahlen vielleicht neue Rekorde brechen, ist es, glaube ich, die Aufgabe von Ihnen, Ihrem Team, dieses tolle Event zu bewahren, in diesem Rahmen und nicht auf dem Parkplatz in Düsseldorf vor 80.000 Leuten oder sonst irgendwo zu spielen, sondern auch wirklich diese vier tollen Komponenten hier in Duisburg zu nutzen, die vier, die dann sind, hier diese tolle Atmosphäre, der Landschaftspark Nord, dann Sie als Publikum, tolle Gäste, dann eben aber auch das tolle Wetter und zum Glück die tollen Künstler. In dem Sinne wünsche ich dem Festival Ihnen alles Gute, gute Unterhaltung und ein herzliches Glück auf. Danke, Herr König. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Traumzeitfans, lieber Sören Link, lieber Herr Schneiderwind, die mittlerweile 21. Ausgabe des Traumzeitfestivals, man kann es kaum glauben, ist angerichtet. Das Jahr ist schon wieder vorbei. Das ging rasend schnell und das war mit Sicherheit auch wieder ein Jahr intensiver Vorbereitung. Und das Team da draußen, das sind mittlerweile, ich glaube, 80 Männer und Frauen, die stehen jetzt in den Startlöchern, wenn es um 19 Uhr gleich losgeht. Und eigentlich könnte man meinen, ist das jetzt dieses Jahr genauso wie immer, ne? Immer das Gleiche. Umso mehr wir mittlerweile aber auch wirklich auf eine 20-jährige Festivalgeschichte zurückblicken. Die Wahrheit sieht allerdings anders aus. Es ist nicht mehr das gleiche das Programm. Klar, was an erster Stelle steht, verändert sich Jahr um Jahr, wird weiterentwickelt. Die Infrastruktur, umso mehr Menschen das Festival besuchen, muss nachgebessert werden. Die Kommunikation verändert sich jedes Jahr. Auch die versuchen wir zu optimieren. Und manchmal sind das kleine Veränderungen, nur Nuancen, die kaum jemand sieht und vielleicht auch wirklich nicht sichtbar sind für jemand, der hier Besucher ist. Und das ist auch richtig so, dass sie nicht sichtbar sind. Aber sie sind unglaublich wichtig, um das Festival tatsächlich jedes Jahr zu verbessern. Um so arbeiten zu können, über so einen langen Zeitraum, braucht man Rückhalt. Man braucht wirklich ein ruhiges Fahrwasser. Man braucht manchmal auch ein klein bisschen Anerkennung. Und dass das Festival heute so erfolgreich ist und immer erfolgreicher scheinbar wird, das liegt nicht zuletzt daran, dass dahinter immer ein total motiviertes Team steckt, die hart arbeiten, wir sagen immer, die hart malochen. Und die möchte ich auch nochmal nennen. Ich kann sie nicht alle im Einzelnen nennen, aber ich möchte vor allen Dingen nennen Markus Kalbitzer, das ist mein Pendant, der sich sehr stark um das Programm Jahr für Jahr kümmert, mit dem ich eng befreundet bin, Gerd Barth,
alter Weggenosse über viele Jahre, mittlerweile auch tatsächlich über seit 2001. Olaf Reifenberst, der in ziemlich harten Zeiten für mich mal zwischendurch den Ausputzer gemacht hat. Olaf, vielen Dank. Und die Parkmannschaft selber, die immer dabei ist, vertreten durch Ralf Winkels. Und die Kulturbetriebe. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr eine etwas andere Konstellation, die Kulturbetriebe, allen voran Nicole Richter. Herzlichen Dank an das Team. Wenn wir, das wird wahrscheinlich da hinkommen, am Sonntag sitzen wir mit Thomas Rutzberg zusammen, dann werden wir wieder bilanziert, da drüben in der Puppenhalle. Wir haben ja wieder ein Zählwerk, werden dann die Besucher gezählt haben. Mit Sicherheit werden wir wieder, ich denke mal, auf über 20.000 gekommen sein, weil wir in diesem Jahr am Samstag ausverkauft sind, was heute bei uns wahrscheinlich auch. Im Grunde genommen erstmalig in der Festivalgeschichte, dass in 2 Tagen wir ausverkauft sind. Es gab auch Zeiten, wo wir 250 Festival-Tickets verkauft haben. Und im Krisenjahr 2012, ja, das Traumzeit-Festival hat große Tiefen erlebt zwischendurch. Da haben wir uns mit dem Team zu einem harten Schritt entschlossen. Wir haben uns damals durchaus schmerzhaft von den weltmusikalischen Anteilen des Festivals getrennt. Und wir haben uns im Grunde genommen anderen Musiken zugewandt. Wir haben das Genre erweitert, wir sind auf Rock gegangen. Anspruchsvolle Popmusik, Klassik und elektronische Musik. Das Festival wurde dann 2013 auch wirklich aktueller und jünger. Nicht zu jedem Preis, auch heute nicht zu jedem Preis, denn der Anspruch war es, dass wir ein anspruchsvolles und facettenreiches Musikprogramm präsentieren wollen, eben kein Mainstream. Wir wollten damals, aber auch heute nicht eine Nische sein. Wir wollten kein Festival sein, das unerreichbar oben vom Elfenbeinturm aus gelebt wird, sondern wir wollten natürlich auch Zugänge schaffen. Der Gegenwind damals, der war heftig. Viel Kritik ließ uns entgegen, nicht immer sachlich, manchmal auch ziemlich böse. Und als das Festival dann 2013 einen furiosen Neustart hingelegt hat, das war für uns alle ziemlich überraschend, weil wir damals schon sehr viel Zuspruch bekommen haben, da hat ein Duisburger Kulturpolitiker gefragt, warum das Festival denn überhaupt städtische Unterstützung bekommen würde, wenn 50% des Publikums von außerhalb kommen würden. Ja, da haben wir geschluckt. Und ich schluck heute noch manchmal darüber. Aber ich sage das nicht, weil ich irgendwie nachtreten möchte, sondern ich sage das deswegen, weil es gab viele von diesen Aussagen. Und sie sind oder waren damals ein Spiegel der Zeit. Es gab damals aber auch andere. Damals, also 2012, ist ein Kulturdezernent neu angetreten. Der hieß damals und heißt heute noch Thomas Rutzberg. Und der war überzeugt von dem Konzept und der gab unendlich Rückhalt. Und lieber Thomas, ich weiß jetzt nicht, wo du gerade steckst, aber es wird die höchste Zeit, dir dabei zu danken. Ich bin ganz sicher, also mit deiner Überzeugung und Entschlossenheit wird das Festival heute nicht mitnehmen. Die blieb an unserer Seite und lieber Herr Steinwind, ich möchte Ihnen und dem Vorstand der Sparkasse herzlich danken für Ihr Stehvermögen, dass Sie einfach an unserer Seite geblieben sind und hoffentlich auch bleiben. So, jetzt ist der Schluss mit der Vergangenheit. Lassen Sie uns nach vorne schauen. In den nächsten 3 Tagen werden über 7 Fernsehsender hier sein. Der WDR wird 2-mal live berichten von Festivals. Das Land beispielsweise macht einen neuen Imagefilm und wird ein Filmteam entsenden, was Sequenzen vom Film, vom Festival aufnehmen wird, was dann anschließend in diesen Imagefilm einfließen wird. Ich finde, das sind super gute Nachrichten für das Festival, aber auch für die Stadt. Und ich bin mir sicher, dass das Traumzeitfestival sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Selbstzufriedenheit finde ich, oder das ist ganz wichtig, ist fehl am Platz. Wir müssen ziemlich hart weiterarbeiten. Und wir sollten auch in erfolgreichen Zeiten Demo zeigen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir weiter Ruhe oder ein ruhiges Fahrwasser brauchen und dass wir immer, wie Herr Schneiderwind gerade gesagt hat, die Seele des Festivals im Blick behalten müssen. Nicht immer höher und schneller und weiter ist das Ziel.
Und da bin ich mir sicher, dass das Festival auch weiterhin großes für diese Stadt entstehen lassen kann. Ein herzliches Glück auf. So, jetzt ist es richtig, hoffentlich zumindest.